Zentrale und Geburtsort des Controllerism ist aber natürlich wieder mal New York. Pionier und Godfather dieser DJ-Kultur ist DJ Moldova. Godfather, das klingt ziemlich cool, aber ich sehe mich eher als jemand, der einfach Musik macht. Die Philosophie des Controllerism, schwer zu sagen. Musik machen allein mit Technologie. Dass Samples von Beethoven, Metallica und Queen cool und hip klingen, liegt an Moldova und seinem Controller. Der ist komplett Marke Eigenbau. Jeder Controllerist schraubt sich sein Trauminstrument nämlich selber zusammen. Diese Knöpfe und Fader sind aus einem DJ-Mischpult. Und diese beiden verschiedenen Touch-Controller habe ich hier reingesteckt und drumherum die Tasten. So dass es eben Sinn macht für meine Art von Controllerism. Hier kann ich den Sound stottern lassen. Und das mag ich auch. Es gibt aber auch ungewöhnliche Controller, wie den hier. Der gehört eigentlich zu einem Videospiel. An jedem Finger hast du einzelne Controller und damit kannst du deine Hand frei bewegen und den Sound steuern. Sowas ist lustig, vor allem für das Publikum, weil alle sehen, dass du irgendwie mit deinem Sound herumbastelst. Aber so ein Handschuh ist nicht sehr genau. Du kannst keine kleinen, exakten Bewegungen machen. Das hier ist ein Kinderspielzeug zum Buchstabieren lernen, das man auch als Controller benutzen und damit Sounds machen kann. Ist aber gerade kaputt. Früher hat Moldova mehr Gitarre gespielt. Heute legt er vor allem auf und bringt anderen in Workshops und Videos, die er ins Netz stellt, bei, wie Controllerism geht. Any minute now. Aufgewachsen ist er in einem Kaff im Nordwesten Amerikas. Seit 5 Jahren lebt er in Brooklyn. Hier hat er den Begriff Controllerism erfunden. Ich bin vor ungefähr einem halben Jahr draufgekommen. Ich habe mich an der Performance von Turntable-DJs orientiert und ihrer Wirkung aufs Publikum und habe den Namen von Turntablism abgeleitet. Moldova veranstaltet auch regelmäßig Partys in New York. Dort bringt er die Controllerism-Szene zusammen. Computer, Knöpfe und sogar Kulis, alles Controller. Neid gibt's in der Szene nicht, wie es aussieht. Er hier hat ein raffiniertes Setup. Mit dem Fußpedal steuert er viele Effekte. Auf dem Tisch hat er einen ähnlichen Controller wie ich. Außerdem spielt er Bass. Und er bringt zu jedem Auftritt seine eigene Lightshow mit, passend zur Musik. Nachmachen? Bitte, gern. Ist aber leider nicht immer so leicht, wie es aussieht.